Moin, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Mass Effect Andromeda. Wir sind hier gerade dabei, die letzte der drei Aufgaben zu erledigen. Und zwar sollen wir noch gegen ein paar Relikte kämpfen hier unten wahrscheinlich gleich. Und dann haben wir hier die Aufnahmeprüfung oder was auch immer das gerade ist, was wir hier machen, bestanden. Ich bin aufgeregt. Los geht's. Er ist nicht weit, es ist nicht weit. Ich hoffe, ihr seid alle bereit. Der Aufstieg scheint jedes Empfinden von Persönlichkeit auszulöschen. Die Bindung an die Gemeinschaft, die Vergangenheit, einfach alles. Er simplifiziert. Zurück bleibt nur die Bindung an die Kette. Ich muss hiervon unbedingt ein paar Fotos für Sid machen. So, irgendwo hier. Pathfinder, ich registriere einige Kids zwischen diesen Bergungsrouten. Was? Ryder! Zurück für eine weitere Eskal-Herausforderung? Na, aber hallo. Dieser Test ist simpel. Es geht um Effektivität im Kampf. Dieser Sender hetzt die Relikte auf. Schalten Sie sie rasch aus. Vielleicht schlagen Sie ja meine persönliche Bestleistung. Ich bin bereit, diese Herausforderung auf mich zu nehmen. Achtung, Relikte! Hoch! Freunde! Vergessen! Sie müssen sie so schnell wie möglich ausschalten! Wir sind nicht allein! Gut gesehen! Wo sind hier noch weitere? Da ist noch was? Ich glaube nicht, dass wir hier fertig sind. Nee. Aber jetzt sind wir so ein Zerstörer. Verstärkung! Was ist los, Alter? Verstärkung! Wir haben es geschafft! Anthracnor ist geschlagen! Yeah! Gut. Freut mich. Ausgezeichnet. Wir haben schon früh gelernt, dass jeder Schuss zählt. Ich habe nun mehr als genug Beweise für Ihre Fähigkeiten. Wir sollten jetzt wieder persönlichen Kontakt aufnehmen. Kommen Sie zurück auf die Nexus, alles klar. Später, ich muss mich jetzt nur erstmal hier auf dem Planeten umgucken. Was haben wir denn hier noch? Hier ist noch ein Fragezeichen, das wird bestimmt wieder so ein Ort der Tech-Dinger sein. Questmäßig sehe ich hier aber nichts mehr. Wir schauen nochmal auf das Journal. Logbuch. Zack. Ne, hier ist auch nichts mehr. Doch, wir sind auf Vault. Fakt oder Fiktion? Die CAT-Datenbank durchsuchen. Wo ist das? Da. Da kommen wir am einfachsten von hier aus hin. Schauen wir mal. War wahrscheinlich eine Mission, die man in der Basis hätte machen sollen, als man damals drin war. Könnte das sein? Sind Militärdienst zu leisten? Grundsätzlich schon, ja. Ich bin allerdings drumherum gekommen, weil mein Vater Palavin mit uns verlassen hat, bevor ich voll... Wieso wird mir das wieder nicht angezeigt auf der Map, das Ding? Ich mach mal hier so eine... ...erig wurde. ...Wegmarke hin. Nur vorwärts bitte, nicht rückwärts. Vielleicht na, ganz gut, nicht genau dasselbe zu lernen wie alle anderen. Wir fahren hier mal lang. Ich habe das Gefühl, wir müssen in die Basis rein und dann wird das erst dargestellt. Ich hoffe, da die ist... Da geht's weit runter, Ryder. Ja, ja, ich weiß. Nur die Ruhe. Alles im Griff. Ich habe Volt immer gemocht. Unwirklich, aber schön. Die Außentemperatur ist im freien Fall. Hubala. So, ich denke, wir müssen hier wieder rein in die Basis und ich hoffe, sie ist nicht wieder CAT bewohnt. Wir haben ja eigentlich sie aufgeräumt, also müsste sie eigentlich leer sein. Die Temperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung ist wieder online. Mal sehen. Eines der Notfall. Ich hoffe, es sieht aber leer aus. Das wäre sehr schön. Ich hätte jetzt nicht unbedingt Bock, mich erneut noch ein komplettes Mal durch diese gesamte Basis durchzukämpfen. Frage ist, wo müssen wir lang? Hier lang oder da lang? Da geht's irgendwie hoch. Da war, glaube ich, aber nur Zeug einzusammeln. Ja, das da. Oder zu scannen. Dude, hatten wir.
Dann weiter. Rennen in der Basis, rennen in der Basis. Habe ich damals wohl leider nicht mitgemacht. Ich in der Cat-Basis war. Blöd. Blöd. Naja, dann holen wir das eben schnell nach. Ne? Einen kleinen Spaziergang hier durch die Basis, ist doch auch schön. Immerhin müssen wir uns nicht nochmal neu durchkämpfen. Das finde ich sehr nett. Da hätte ich jetzt auch wirklich, also das wäre jetzt ein bisschen Downer gewesen, wenn hier wieder alles voll wäre. Wir haben ja sie nicht umsonst platt gemacht, die Basis, ne? Wäre irgendwie unbefriedigend, wenn die Ketten dann plötzlich alle wieder da wären. Nachdem man ihre Basis eingenommen hat. Macht natürlich nur das Laufen dahin jetzt wieder etwas unspektakulärer. So. Da oben ist es auch schon gleich. Ist jetzt die Frage. Na, ich wollte hier, da müssen wir hier rein. Habe ich damals schon für eine Tür gehalten. Ist aber keine. Unter dem Normalwert. Lebenserhaltung ist stabil. Einfach entspannt bleiben, Sam. Genieß die Aussicht. Hat ein bisschen was von hier der Midgar-Stadt aus Final Fantasy VII. Ganz ein bisschen. Okay, jetzt kommen hier so ein paar Einblendungen, warum auch immer. Gönnt euch. Da vorne ist gleich die Datenbank. Die Datenbank. Schön hier ein bisschen SQL, in, wie wir coolen sagen, SQL Injection hier. Und dann holen wir uns die Daten raus, ne? Oh, immer reinäumeln da in die Datenbank. Zack. Jede Menge Konsolen. Falls die Cat Logs angelegt haben, könnten wir sie möglicherweise von hier aus abrufen. Sobald wir Zugriff haben, kann ich eine Suche nach den relevanten Daten durchführen. Okay. Weiter geht's. Da haben wir ein paar. Ist doch schön hier. Ein bisschen hin und her laufen, ein paar Konsolen anfassen. Ist doch schön. Da ist die nächste. Die Cat haben Bestand aufgebaut. Ich wette, in dem Raum. Bericht, Erstkontakt Angara. Sam hat Logs aus der Anfangszeit der Cat-Invasion gefunden. Übersetzt aus dem Tonorais Dead. Eintrag irgendwas. Spezialisten haben eine isolierte Station auf einer mineralreichen Mondwelt als erstes Ziel ausgemacht. Routineangriff. Überraschungsmoment, keine größeren Bedrohungen. Der Großteil wurde problemlos eliminiert. Genetisches Material zu Studienzwecken liegt vor. Lebende Exemplare wurden infolge einer unerwarteten Kapitulation ebenfalls sichergestellt. Gefangene Angara erweisen sich als nützlich, haben Kooperation zugesichert, wenn sie weiterleben dürfen. Ohne Widerstand Blutprobe vom lebenden Objekt entnommen, haben freiwillig bioenergetisches Feld demonstriert. Anwendungen machen sie zu geeigneten Kandidaten. Erwähnung des Zentrums ihrer Zivilisation Aya. Position versteckt in der Geißel, es gibt keine Karte. Weg wird durch Erfahrung gelernt. Befragung wird fortgesetzt. Schlagen nach Abschluss Verlegung ins Heimatreich als Handlanger vor. Na toll. Ich konnte die Loks über den Erstkontakt mit den Angara isolieren, Pathfinder. Wow, das klingt, als hätten die Cat einige der ersten Angara, denen sie begegnet sind, gezwungen, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Yep. Wir sollten das Ari Westcheck zeigen. Jo. Werden wir tun. So, dann nochmal zurück. Logbuch. Mit Paya Blake reden. Die denn noch hier oder wo ist Paya Blake? Die scheint hier zu sein. Gucken wir mal. Dann schnacken wir mal mit der guten Paya. Ich dachte gerade, what the fuck, 2 Kilometer, bitte? Aber nee, sie ist, ist gleich hier drinne. Gleich hier drinne ist sie. Zup. Hallo Ryder, hi. Ich hab dem Neuen gesagt, er kann sie auf ihrem Flug zurück. Guten Tag, Paya, ich bin's wieder. Schicken Sie jemanden ins Lager des Widerstands. Wir überlassen Ihnen unsere überschüssigen Vorräte. Hey, ich wollte mit dir reden. Danke. Pathfinder. Meine Späher haben mir von ihrer Begegnung mit dem Architekten berichtet. Ich habe einige gute Leute an dieses Ding verloren. Bohrtechniker, die dort eine Expedition durchgeführt hatten. Tut mir leid. Es muss schwer sein, Leute zu verlieren, die unter dem eigenen Kommando stehen. Es war mein Fehler. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass sie so weit draußen suchen. Ich bin dafür verantwortlich. Aber zumindest weiß ich jetzt, dass der Rest meiner Leute in Sicherheit ist. Dank Ihnen. Ich habe gerne geholfen. Ihre Leute. Ich habe Ihre verschollenen Bohrtechniker gefunden. Sie haben es nicht geschafft.
Ich werde ein Team damit beauftragen, die Leichen zu bergen. Sie verdienen eine anständige Bestattung. Und Pathfinder? Danke. Immer gerne, ne? Das war dann alles. Ich sollte mich besser auf den Weg machen. Kommen Sie wieder, falls Sie etwas brauchen. Mach ich. Gut, damit hätten wir das auch erledigt. Doink! Dann wären wir jetzt hier soweit durch, würde ich sagen. Ich checke nochmal, aber ich sehe halt hier noch einen unbekannten Ort und da noch einen unbekannten Ort. Da könnte man jetzt noch hinfahren, aber ich muss gestehen, was ist das jetzt? Hier, wir müssen zu ihr noch zurückkehren. Ist doch auf diesem Planeten. Na dann mal los. Ich habe jetzt nicht unbedingt noch Bock, diese unentdeckten Orte zu erkunden. Lass mal lieber weiter questen. Questy, questy, quest, quest, quest. Wie die Quests vorantreiben. Ja, dann schnacken wir noch mit ihr. Und dann können wir danach erstmal auf den Heimatplanet der Angara. Da gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Und dann nochmal auf den Pflanzenplanet. Dann auf die Nexus. Und ich denke, dann sind wir soweit durch. Ich bin wieder hier. Ich habe die Vernichtung der Kett auf Volt in meinen Aufzeichnungen festgehalten, damit wir uns daran erinnern. Aber haben Sie in den Datenbanken der Kett irgendetwas von Interesse gefunden? Irgendetwas über den Beginn Ihrer Invasion? Ja. Das hier könnte Sie vielleicht interessieren. Das kann nicht stimmen. Es besagt, einige Angara hätten den Kett freiwillig Informationen gegeben. Haben Sie so von unseren Fähigkeiten erfahren? Könnte das der Grund sein, warum Sie uns dem Aufstieg unterziehen? Sie hätten es so oder so herausgefunden. Die Kett hätten auch ohne ihre Hilfe herausgefunden, dass ihr Volk bioelektrische Fähigkeiten besitzt. Ja, sie haben unsere Gene untersucht. Wir hätten es unmöglich vor ihnen verbergen können. Diese ersten Angara, die wir verloren haben, wir dachten, sie wären alle getötet worden. Das kann ich nicht in unsere Chroniken aufnehmen, Ryder. So darf man sich nicht an uns erinnern. Der Kampf gegen die Kett wird noch jahrelang andauern. Wir brauchen Hoffnung, keine erschütternden Wahrheiten. Die Wahrheit ist wichtig. Eine Lüge bringt dich auch nicht voran, ne? Sie können nicht so tun, als wäre das alles nie passiert. Oder einfach irgendeine andere Geschichte erfinden. Aber genau das sind Chroniken doch, Pathfinder. Tatsachen und Mutmaßungen, die zu einer Geschichte verschmelzen. Und was bringt es Ihrem Volk, wenn Sie so tun, als wären die Angara perfekt? Ich dachte, es würde die Moral aufrechterhalten. Aber vielleicht haben Sie recht. Vielleicht müssen wir uns unserer Schwächen bewusst werden. Danke, Ryder. Sie haben mir einiges zum Nachdenken gegeben. Und jetzt muss ich mich an die Arbeit machen. Wunderbar. Damit hätten wir diese Mission auch erledigt. Okay. Wieder eine Quest abgeschlossen. Dann lasst uns nochmal schauen. Also. Jetzt haben wir hier noch die Suche nach ihr hier. Damit müssen wir auf Aya. Da hatte sich vorhin die Marke nicht organisiert. Nexus, Alter. Leben im Grenzgebiet. Und auf Aya haben wir die vergessene Geschichte. Auf Volt nach einem angarischen Artefakt suchen. Ah, hier. Müsste dann hier nicht was sein eigentlich? Wir sind doch gerade auf Volt, oder nicht? Volt. Da. Wurde auch nicht angezeigt, ne? Muss man erst auswählen, die Quest. Na, dann suchen wir mal eben noch nach diesem Artefakt. Das ist ein bisschen doof gemacht, dass dann diese Quests, die von einem Planet zum anderen führen, halt immer noch beim Hauptplaneten getriggert sind, also hinterlegt sind. Und nicht auch bei dem anderen angezeigt, weil man hätte ja dann diesen Eintrag doppelt machen können, bei beiden Planeten, die davon betroffen sind, damit man auf jeden Fall weiß. Oder halt nur bei dem, wo man gerade hin muss, irgendwie so. Ich habe diese Quest doch aktiv gemacht. Wieso sehe ich sie jetzt wieder auf der Karte nicht? Dahin. Let's go! Das dürfte dann auch das letzte der Artefakte sein. Dann haben wir da nämlich auch alles. Dann können wir vielleicht mal wieder einer netten Dame etwas näher kommen. Ist das unter uns? Das scheint unter uns. Dann müssen wir da rein. Wir müssen da hinein. Hier ist so ein dicker Spalt, da können wir dann hineingehen. Und innen drin wahrscheinlich ein Artefakt finden.
Da waren wir doch auch sowas von schon mal drin, oder? Ich erinnere mich an diesen Ort. Hier waren wir auch schon mal drin. Damals wusste ich halt nur noch nicht, dass wir hier was suchen. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, ich beeile mich ja. Sam, wir beeilen uns, keine Sorge. Wir hauen hier gleich wieder ab. Alles wird gut. Dann geht's gleich auf nach... Ah ja, da freue ich mich drauf. Das ist ein schöner Planet. So, immer Munition. Was, Cat? Hier drinne? Ja. Temperaturen liegen im Normalbereich, Pathfinder. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Das waren keine, Cat. Umgebungstemperaturen liegen innerhalb des Toleranzbereichs. Lebenserhaltung wiederhergestellt. Ja, Sam, ich weiß. Ich hätte mal den Mod installieren sollen, oder? Ich habe ja gesagt, wir ziehen es durch. Man muss es auch einfach mal durchziehen, weißt du? Was soll's? So, in diese Richtung, da muss das gleich sein. Die Temperatur sinkt, Pathfinder. Ja, gleich wird sie wieder heiß, weil da wieder eine Lampe ist. Achtung und... Achtung, Sam, Achtung, Achtung, pass auf. Wärme, Sam. Und wieder kalt, Sam. Hier rein. Hier bin ich richtig. Hier bin ich richtig. Es könnte hier etwas geben, das für Ihre Suche nach angaranischen Artefakten relevant ist. Da! Nice! Ist das angaranisch? Sieht merkwürdig aus. Vielleicht weiß Avela mehr darüber. Ab in den Frachtraum damit. So, wir haben alles, was wir brauchen. Es kann zurückgehen. Kann ich mich direkt wegteleportieren? Ja, guck mal, geht. Zack, zack. Dann auf unser Schiff und dann geht's auf nach Aya. Dann haben wir das, dann noch einmal zu Nexus, dann haben wir soweit alles durch und dann machen wir erstmal nur noch Begleitermissionen, Leute. Da habe ich richtig Bock drauf, da freue ich mich jetzt auch echt drauf. Dann haben wir erstmal alles an Busy Work soweit abgearbeitet. Und können uns dann... Gut, es gibt noch diese Nebenaufgaben, die gibt es auch noch. Aber, ja, weiß ich jetzt nicht. Können wir gleich mal gucken, ob da noch ein bisschen was ist. Aber da muss man hier eine Waffe bauen und da was herstellen und da eine Forschung betreiben. Die sind jetzt nicht so spannend. Die würde ich erstmal auch ein bisschen ignorieren, so. Ganz entspannt erstmal. Hier, auf nach Aya. Dankeschön. Aber ich habe Mails bekommen, hattest du erzählt, ne? Orbit ist stabil. Egal, Mails lese ich später, bevor wir mit den Missionen anfangen, der Kollegen. So, wo ist... Ah, ja, da. Das Ding haben wir noch gar nicht entdeckt, das haben wir noch gar nicht entdeckt. Da haben wir noch nichts entdeckt. Jetzt haben wir überall 100. Er hier ist noch komplett auf 0. Finden wir aber auch noch raus. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Auf nach Aya. Ich hoffe, ich habe den richtigen angedrückt. Ich habe gerade nicht aufgepasst. Einfach grob gezielt und Schuss. So. Na, war's richtig? Ja, war richtig. Gut. Dann auf nach Aya. Da finden wir dann hoffentlich auch raus, was mit dieser Angarerin passiert ist, die dieser Organer so sehr mag. Das war so eine süße Geschichte. Ich hoffe, das endet jetzt nicht irgendwie enttäuschend. Hoffentlich. Ich will, dass das ein Happy End hat. Das würde mich einfach erfreuen. Bin ich ganz ehrlich. Gehen wir erstmal da. Was ist... Oh nein, nein, nein. Nein, was ist das? Eine Nebenaufgabe. Ich kriege die Tür nicht mehr zu. Okay. Egal. Meine Lieben, wir machen erstmal einen Break, bevor wir uns dieser Nebenaufgabe widmen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entspannte Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich sehr, sehr gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.